Sehr geehrte Finanzmarkt-Welt-Community, heute gucken wir uns nicht nur die charttechnische Sicht der Märkte an, sondern wir gucken auch so ein bisschen tiefer. Ich gehe so ein bisschen auf die Psychologie hinter der ganzen Geschichte ein, in der Hoffnung, dass ich Sie vielleicht ein Stück weit für die Charttechnik begeistern kann. Zuletzt wurde unter meinem Video nachgefragt, na, wer sind Sie denn überhaupt? Und da entschuldige ich mich, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Mario Steinrücken. Ich habe 2004 an der Börse in Stuttgart im Aktienhandel angefangen, ich sag mal im professionellen Umfeld der Börse zu arbeiten, habe dann in Frankfurt an der Börse auf dem Parkett gearbeitet, habe für eine Eigenhandelsfirma gearbeitet, für einen Hedgefonds gearbeitet. Seit 2017 mache ich das Ganze auf eigene Rechnung. 2020 habe ich angefangen, einen eigenen YouTube-Kanal zu starten mit dem ersten Video mit keinem Zuschauer. Und mittlerweile sind es 9500 Zuschauer. Viele davon kommen hier aus der Finanzmarkt-Welt-Community. Dafür ein großes Dankeschön. Und für diejenigen, die mich meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich mega freuen, wenn wir irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten die 10.000 Follower-Marke knacken. Und da schon mal vielen Dank für jeden einzelnen Follower. Und jetzt gucken wir auf den S&P 500. Der ist nämlich an Dramatik momentan kaum zu überbieten. Auf den DAX brauchen wir gar nicht gucken. Der ist momentan in einer schwierigen Situation. Denn mit der Charttechnik wollen wir ja eins erreichen. Wir suchen nach möglichen Einstiegsmarken, die uns einen Gewinn versprechen. Wir versuchen anhand der Charttechnik zu sehen, sind die Käufer im Vorteil, sind die Verkäufer im Vorteil, um daraus entsprechend dann natürlich Profit zu schlagen. Und wenn wir uns hier den S&P 500 mal anschauen, da hatten wir Ende Januar mal so ein Verlaufstief, dann hatten wir hier ein weiteres Verlaufstief und dieser Schatten unten, da muss man sich vorstellen, die Kerze war mal richtig rot, also da war ordentlich Verkaufsdruck. Und zum Ende hin haben die Käufer dann aber wieder das Ruder übernommen. Und so lange Schatten auf der unteren Seite sind immer ein Zeichen von einem Trendwechsel, von Stärke, die im Markt ist, also Schatten unten. Dann haben wir hier nochmal, sind wir in diesen Bereich des Schattens eingetaucht. Und zuletzt auch wieder, also erstmal diese starke Aufwärtsbewegung, alle haben sich gefreut, der Weg des größten Schmerzes, um Gottes Willen, zurück an die Unterstützung. So, und dann haben wir hier einen langen Schatten unten gebildet. Und das war eigentlich der Startschuss, habe ich bei mir im Video erzählt, auf meinem Kanal, das ist eigentlich so der Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung. Und der Startschuss ist gefallen, wie beim Elfmeter. Ja, der Fußballer schießt und trifft, ich sag mal, die Latte oder schießt überm Ball getreten und dann das Ganze retour. Also hier haben die Käufer den Elfmeter erstmal verschossen. Gestern das Ganze direkt wieder retour. Und das war ein schwaches Zeichen. Ich hatte mich hier in dem Bereich, weil wir so leicht tiefere Tiefs gesehen haben, mit Schatten unten, da wurden wahrscheinlich ein paar Stops abgefischt und viele haben sich geärgert wieder, um Gottes Willen, ne? Mein Stop wurde wieder ärgerlich gefangen. Da habe ich Long-Position aufgebaut, in der Erwartung, in der Hoffnung, dass wir bam nach oben durchschießen. Aber über die 4,3 war die Erwartung. Jetzt gestern, bam, das Ganze wieder retour. Und da muss man sich fragen, sind die Käufer tatsächlich so stark? Oder macht es nicht Sinn, vielleicht auch mal noch die ein oder andere Short-Position ins Portfolio zu packen, dass man so ein bisschen ein Gleichgewicht herstellt, dass wenn es weiter runter geht, dass die Short-Position vielleicht die Long-Position ausgleichen oder nach Möglichkeit natürlich sowohl die Longs funktionieren als auch die Short-Position. Also momentan hauen und stechen. Wenn wir einen Tagesschlusskurs unter 4.100 Punkten im S&P 500 sehen, dann müssen wir damit rechnen, dass weiterer Verkaufsdruck aufgebaut wird und der kann sogar unter die 3.750er Punkte-Marke, die ich hier mit eingezeichnet habe, so in Richtung 3.500, 3.600 Punkte kann das Ganze nach unten laufen. Dort gehe ich dann wieder von einer größeren Aufwärtsbewegung aus. Aber aktuell ist wirklich so ein Niveau, wo wirklich Dynamik entstehen kann. Nach unten und nach oben. Nach oben hatte ich mich schon platziert. Jetzt werde ich vorsichtig und pack mal noch eine Short-Position mit dabei. Vielleicht laufen wir doch noch nach oben. Dann verliere ich tendenziell mit den Shorts, gewinne dafür
trotzdem mit den Longs. Also, ja, so ist hier meine Vorgehensweise. Ein ganz kurzer Blick auf den Dow Jones. Die Blue Chips laufen ganz ähnlich. Da sind wir momentan im Bereich des März-Tiefs. Ich hatte mir auch so Schatten unten angezeigt und dann waren Bewegungen nach oben. Zuletzt wieder Schatten unten, Schatten unten. Das ist Unterstützungsniveau. Und daher stehen die Chancen momentan noch gut, dass wir wieder nach oben anziehen. So ein Tagesschlusskurs unter 32.500 Punkten, da wird es schwierig für den Dow und dann kann es nochmal unter die 30.000 Punkte Marke laufen. Spannend auch das Öl. Da hatten wir zuletzt eine Phase der Expansion, wo die Kurse ordentlich gestiegen sind. Dann eine Phase der Kontraktion, wo die Volatilität abnimmt, die Schwankung nicht mehr ganz so hoch. Wir hatten ein altes Widerstandsniveau, an dem hatte ich ursprünglich mal erwartet, dass wir hier eine größere Gegenbewegung sehen. Von dort Sprungbrett nach oben, nochmal Sprungbrett, nochmal Sprungbrett. Und wenn es knüppeldicke kommt, dann könnten wir in den nächsten Wochen wieder deutlich höhere Ölpreise sehen. Die Expansionsphase könnte eingeleitet worden sein. Jetzt gucken wir uns den Silberpreis an. Silber Future hier und da sind wir wieder ganz in der Nähe der Make-or-Break-Marke. Dem ganz wichtigen, markanten Unterstützungsniveau, relativ breit zwischen 21 und 22 US-Dollar. Und hier sehen wir in den letzten Tagen auch schon wieder Schatten unten, Stabilisierung im Markt. Die Käufer kommen, die Käufer melden sich zu Wort, genau wie sie es hier gemacht haben, wie sie es hier gemacht haben. Und damit haben wir im Silber aktuell wieder eine Chance, nach oben zu laufen. Und man muss das ja immer sehen, die Wahrscheinlichkeiten abschätzen, beziehungsweise gucken, wie groß ist mein Risiko, wenn man jetzt einen Stop-Loss unter dem Unterstützungsniveau setzen würde? Wie groß ist mein Risiko? Wie hoch ist meine Chance? Und wenn ich mit meinen Trades immer deutlich mehr verdiene, als ich mit den Verlierern verliere, man kann nicht immer gewinnen, dann macht Trading Spaß, beziehungsweise das ist einfach, ne, kurzfristiges Glück, langfristige Wahrscheinlichkeit und damit kann man wunderbar an der Börse agieren. Risikomoney Management, das Allerwichtigste, was wir an der Börse an Hilfsmitteln haben. Und jetzt noch eine kleine Spezialität. Die T-Note Futures, 10-jährige US-Staatsanleihen. Achtung, jetzt war ja gerade FOMC-Sitzung, da will ich gar nicht drauf eingehen. Wir hatten 2011 markantes Verlaufstief im Bereich 117. Dann 2018, markantes Verlaufstief, bam, starke Gegenbewegung, genau wie hier 2011, starke Aufwärtsbewegung. Und jetzt sind wir erneut auf diesem Niveau angekommen. Und wenn Sie sich den Chart mal etwas kleiner anschauen, sehen Sie auch hier schon wieder so Schatten unten auf Tagesbasis. Daher melden sich hier die Käufer und damit, das ist eine klassische Trading-Position. Wir wissen nie, ob das tatsächlich gut geht, ob es wieder so kommt. Aber die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Und wenn wir sagen, auf aktuellem Niveau wird man einsteigen und man wird den Stop-Loss so ein Stück weit unter der Unterstützung platzieren und setzen ein Kursziel hier oben an, dann haben wir ein kleines Risiko, eine große Chance und damit eine perfekte Trading-Idee, die man einfach machen muss. Und zwar immer und immer wieder, wenn sich so eine Situation ergibt, muss man das machen. Nicht jeder Trade geht gut, aber dafür, dass wir mit den Gewinnern deutlich mehr gewinnen, als wir mit den Verlierern verlieren, steht man am Ende als Gewinner da. Und genau das ist Trading. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Handelswoche und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder.